Sie sind Direktor eines der einflussreichsten Brüsseler wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsinstitute. Man nennt das auf Englisch Think Tank. Wie glauben Sie, sind die Auswirkungen dessen, was man möglicherweise jetzt beschließen wird als Kompromiss in der griechischen Schuldenkrise? Ja, also zunächst einmal würde ich sagen, dass die Auswirkungen der letzten 6 Monate natürlich sehr, sehr schlecht waren für Griechenland. Die letzten 6 Monate haben einen Stillstand für die griechische Wirtschaft bedeutet. Der griechische Reformprozess ist zum Stillstand gekommen. Insofern ist es jetzt wirklich Zeit, dass man das hinter sich bringt und es wieder Wachstumsbedingungen gibt. Insofern hoffe ich, dass es zu einem Kompromiss kommt und dass dieser Kompromiss also die entscheidenden Dinge regelt, sodass wir jetzt erstmal wieder Stabilität in Griechenland kriegen, um dann langsam wieder Wachstum zu haben. Welche Reformen muss denn eigentlich Griechenland ausführen, damit das Land auch auf Dauer, nicht nur über die nächsten Wochen, stabil und wirtschaftlich erfolgreich ist? Ja gut, Griechenland leidet natürlich langfristig unter dem Problem der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit, der Korruption, der schwachen, schlechten Verwaltung, der geringen wirtschaftlichen, also Unternehmenskraft auch. Und diese Dinge muss man sich natürlich auch vorstellen, dass man solche Dinge nicht über Nacht aufbauen kann. Man kann also nicht über Nacht einen Schweden schaffen, sondern das dauert schon, bis da langsam die Strukturen sich verbessern. Ich denke, wichtig ist, dass von außen eben das Signal kommt, ihr müsst euch reformieren, ihr müsst selber natürlich Korruption bekämpfen, die Oligarchen in Schach halten und so weiter, weil wir können das nicht für euch machen. Wir können auch nicht fehlende Wirtschaftskraft mit Hilfsgeldern ersetzen. Dann muss man im Gegenzug natürlich dann sagen, wenn diese Reformen kommen, muss man dann aber auch bereit sein, die Bedingungen, gerade die Primärüberschüsse, also die Defizite, ein bisschen zu reduzieren. Ja, jetzt, wenn wir darüber reden, was können wir Europäer, die anderen europäischen Länder mit dem Euro denn tun? Bis jetzt haben wir schon einiges gemacht. Es gibt den Rettungsschirm, es gibt das Bankensystem, die Bankenaufsicht, wo mehr Kontrolle herrscht als früher. Das sind ja ein paar Schritte, die zu etwas mehr Stabilität geführt haben, aber reicht das aus, um so eine Wiederholung der griechischen Schuldenkrise zu verhindern? Ja, also ich denke, die Wirtschafts- und Währungsunion hat sich in der Tat stabilisiert und wir haben mit der Bankenunion also einen wichtigen Schritt gemacht, das Bankensystem zu stabilisieren. Wir sind aber da noch nicht am Ende angekommen. Insofern hat der Präsidentenreport jetzt in der Tat, also hier dieser Report aus Brüssel, in der Tat richtig vorgeschlagen, diesen Bankenstabilisierungsprozess zu vertiefen, zu verstärken. Also da muss man sicherlich was machen. Und dann muss man an dem Thema der Wettbewerbsfähigkeit arbeiten und da dafür sorgen, dass wir in Europa die großen Divergenzen, die in den letzten 20 Jahren sich aufgebaut haben und vor allem in den letzten 10 Jahren, dass die abgebaut werden und wir eben wieder angemessene Wirtschaftsstrukturen überall dementsprechend bekommen. Also insofern glaube ich, ist noch viel zu tun. Mittelfristig bleibt das große Thema Fiskalunion, also was für Instrumente haben wir, um große Schocks abzufedern? Und daran wird auch weitergearbeitet werden. Jetzt schlagen Sie hier mit anderen Wirtschaftswissenschaftlern aus Deutschland und Frankreich vor, etwas mehr Europa zu schaffen. Das ist auch in diesem Report, der interessanterweise ja in der Krise vorgelegt wurde von den 5 Präsidenten, Kommission, EZB, unter anderem Parlament. Das ist da auch enthalten. Aber wenn ich mir vorstelle, mehr Europa, wo es doch viele Leute gibt, nicht nur in Deutschland, die Wähler der AfD, vielleicht auch in Frankreich, die Wählerin, die Unterstützerin von Madame Le Pen, wo es bald Präsidentschaftswahlen gibt, halten Sie es für wahrscheinlich, dass man eine Vertiefung der Europäischen Währungsunion durchführen wird in dieser Situation? Ja, also es gibt natürlich überall eine gewisse Müdigkeit, gerade auch in Frankreich. Mit Le Pen haben wir eine sehr starke antieuropäische Kraft. Ich denke, was man verstehen muss, ist, dass viele dieser Krisen und dieser Probleme, die wir jetzt haben, auch gerade diese Arbeitslosigkeit, die doch in vielen Ländern da sind, eher ein Resultat einer unzureichenden Wirtschafts- und Währungsunion ist. Wir haben also eine Währungsunion, der entscheidende Elemente fehlen, um langfristig tragfähig und robust zu sein. Und insofern ist, glaube ich, unsere Aufgabe, den Wählern zu erklären, dass diese Dinge korrigiert werden müssen, um eben dann wieder mehr Beschäftigung und besseres Wachstum zu haben. Und
dementsprechend die Wähler so zu überzeugen. Die Frage ist natürlich politisch dann, wann ist der beste Zeitpunkt, diese Dinge anzugehen? Die fünf Präsidenten haben jetzt argumentiert, dass diese starken Vertiefungsschritte erst nach den Wahlen 2017 kommen sollen. Ich denke aber, die Diskussion wird in den nächsten Jahren weitergehen und letztendlich muss man dafür plädieren, dass man eben eine Währungsunion stabiler machen muss, damit es eben mehr Beschäftigung und mehr Wachstum gibt. Ja, Herr Wolf, vielen Dank für das Gespräch.